Hallihallo, du lieber Fisch, mega spannend, was da jetzt im März auf dich wartet. Ich habe jetzt bei diesem Reading tatsächlich ein bisschen was anders gemacht. Und zwar habe ich hier Schutzkarten gezogen, so was einfach so im März jetzt für dich wichtig ist, wo du merkst, okay, da ist jetzt wirklich ein Schutz für dich drinnen. Das ist jetzt einfach ein Thema, da kannst du dich gut fühlen, sicher fühlen, da kommt von oben einfach Energie für dich hinein. Das Thema an sich, so quasi wie eine Überschrift, und dann auch noch, was die geistige Welt dir dazu sagen möchte. Hier habe ich dann Impulse dazu bekommen, was das damit auf sich hat, wie du den Themen vielleicht auch in die Lösung bringst, was da wichtig für dich ist, und so im Groben der Verlauf. Na, dann starten wir mal. Und ich habe so das Gefühl tatsächlich, es ist hier wirklich bei dir etwas los. Du hast zweimal die Regenbogenbrücke gezogen. Und die Regenbogenbrücke bedeutet so viel wie Altes gehen lassen, damit du wirklich Glück im Neuen findest. Und da haben wir ein altes Muster. Hier haben wir die Vergangenheit mit drinnen liegen. Aber dazu gleich. Schauen wir mal an, was bei dir im Schutz liegt. Und zwar im Schutz liegt alleine schon die Regenbogenbrücke. Das heißt, die Verbindung mit deiner Urquelle, die Verbindung mit deinem Sein, die Symphonie der Schöpfung. Du bist nicht alleine. Alles ist hier miteinander verbunden und du darfst ansagen und tiefes Vertrauen darin haben, dass alles zu dir fließt zur rechten Zeit. Ja, du bist hier getragen, du bist hier geschützt, du bist hier geborgen und vor allem du bist ein selbstermächtigtes Wesen und hast den Schutz darin, jetzt anzusagen, was du wirklich willst. Darum geht es jetzt im März für dich, was du wirklich willst. Gleichzeitig wird dein Lichtkörper hier aktiviert. Das heißt, du lässt dich wirklich in diese Schöpfung hineinfallen, nicht mehr beirren und bekommst eine Expansion, wo du wirklich noch einmal mehr dich erweitern kannst und für dich reisen kannst und wieder dort den Fokus hin lenken darfst, wohin du willst. Dorthin wird dich dein Lichtkörper quasi tragen. Du wirst jetzt dorthin geführt, zu einem alten Muster Nein zu sagen, beziehungsweise Ja zu sagen zu dir selbst. Ja, und das ist wunderschön, weil es geht hier wirklich um einen Perspektivenwechsel. Es geht darum, dich frei zu fühlen, dich unabhängig zu fühlen und einer alten Kette, die dich da lange, lange Zeit getragen hat, jetzt endlich loszulösen aus deinen Gefühlen. Ich habe das Gefühl, aus deinen Gefühlen, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, dass schon ganz viel gelöst ist, aber diese Kette aus der Gefühls Jetzt kommen lauter Wortwiederholungen aus der Gefühlskette, diese Kette herausgenommen wird für dich. Ja? Das heißt, es geht darum, dass du eine neue Türe öffnest, du entscheidest ja hier selbst, was du erfahren willst und entscheidest jetzt hier klar in die Belohnung, in den Joker hineinzugehen, indem du diese Gefühlskette aus Chaos und aus der Vergangenheit löst für dich, indem du dich ganz klar dazu entscheidest, abzugeben, was dir nicht mehr dienlich ist und nicht zu suchen, wo da vielleicht noch eine Größe da drinnen verborgen ist. Ja, das ist die Hingabe, Halten der Gegensätze, die Extremen des Lebens. Es geht darum, dich ins Leben fallen zu lassen, dich in dein Leben fallen zu lassen und dich nicht in irgendwelche Träume und Sehnsüchte mit jemandem zu binden und fallen zu lassen. Egal, ob das, naja, egal, nicht egal. Ich habe das Gefühl, dass das schon eine Person jetzt hier ist. Ja, wo du hier irgendwie gefühlstechnisch ein bisschen noch verbunden fließt, wo es aber gar nicht mehr sein müsste. Das ist halt hier eine Vergangenheitsverkettung. Ja? Und da darf dir jetzt einiges klar werden und vor allem darfst du hier in deine eigene Umsetzungsenergie gehen, damit hier jetzt wieder sich das Rädchen dreht und hier wirklich daran gearbeitet wird und vor allem dann hier ein kostbares Angebot tatsächlich offeriert wird, wo sich das Schicksalsrad wieder dreht und dann die Liebenden tatsächlich in deinem Leben Einzug halten. Ja? Also um Neues für dich zu gewinnen, darfst du jetzt wirklich einen alten Zustand von dir geben. Und da haben wir ein bisschen die Prüfung hier drinnen. Und auch du darfst hier wissen, du bist größer, als du denkst. Ja? Vielleicht ist es hier wichtig an der Stelle, dass du dich mal selber benennst und dass du dich mal als dieses Große, da muss ich gleich niesen, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, das ist dann so wie eine Bestätigung. So. Möchte ich jetzt natürlich nicht niesen, aber da geht schon einiges raus. Ja, darfst einfach die Transformation hier sehen, indem du klar entscheidest und dich selbst einmal benennst und dich selbst hier an die erste Stelle stellst mit deinen Wünschen, mit deinen Sehnsüchten, dann räumst du hier auf, dann machst du hier diesen Hausputz und gehst quasi in deine eigene Stabilität und siehst dich mal selbst hier groß und machst niemanden anderen größer vielleicht,
als dich selbst. Ja, und das hat schon ein bisschen mit der Sehnsucht zu tun, die du jetzt umdrehst in eine, ich sehne mich danach, mich selbst zu finden, mich selbst zu sehen und mich jetzt aber mal wirklich nicht nur die Sehnsucht danach zu haben, sondern mich selbst vor den Spiegel zu stellen quasi und mich anzuschauen als dieses wunderbare, klare Wesen, was jetzt einfach in diese, ja, auch Vergebung und in diese Unabhängigkeit und Freiheit gehen will. Das heißt, du lässt hier alte Ketten, alte Stricke los. Du entscheidest dich jetzt dazu, durchzugehen durch ein Portal, um Neues, Wunderbares, Wunscherfüllung zu erfahren und nicht mehr verankert zu sein mit einem schweren Thema, mit einer Person. Na, wir haben ja, wenn wir in Seelenverbindungen drinnen sind, sind wir trotzdem mit diesen Seelen verbunden. Wir hatten da keine Verbindungen oder sonst irgendwas. Das ist ja verbunden, aber es darf frei fließen. Das heißt, alle Ketten der Vergangenheit, die hier ungünstig, unreif, in Traurigkeit, ja, in Verzweiflung, in Warten, in Sehnsüchten oder sonst irgendwas, noch verkettet waren, die lässt du jetzt los, weil es geht jetzt um deinen Seelenplan, es geht um deine Ruhe und es geht um deine positive Veränderung, wo jetzt alles für dich hinkommen kann. Du siehst es halt noch nicht. Ja, das ist eben das, was jetzt hinter den Masken noch und mit diesen Glaubenssätzen verborgen ist, ist aber der Umbruch drin, damit dann überhaupt erst richtige Verbundenheit stattfinden kann. Ja, du siehst das, es ist in den Karten, auch wenn ich so ein bisschen hineinblätter, bisschen nachher, weil es jetzt darum geht, dass du dich mit deinen Wünschen an die erste Stelle stellst und sagst, ich entscheide klar für meine Unabhängigkeit, für meine Freiheit. Das heißt nicht, dass ich Gefühle deckle, das heißt nicht, dass ich Sachen wegdränge, das heißt einfach nur, ich lasse gewisse Themen und gewisse Geschichten los. Ne? Jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe mit einer Fischdame aus meinen Mentorings jetzt erst gesprochen und habe noch gesagt, zum Beispiel das Thema Seelenpartnerschaft. Ja? Manchmal ist es wichtig, einfach alleine das Thema loszulassen und gar nicht so viel nach diesem Thema zu suchen, sondern einfach nur zu schauen, okay, wonach habe ich denn die Sehnsucht da? Ja, und dann diese Wünsche und Träume, die man halt selbst hat von einer Partnerschaft, von einer gut funktionierenden Familie und, sich das einmal anzuschauen und dann einmal zu schauen, okay, wo stehe ich gerade? Was kann ich mir selbst alles schon davon geben? Und wo bin ich vielleicht noch gar nicht frei, um das zu erleben, weil ich immer wieder an irgendwas gebunden bin, was eben das nicht war? Und dann zu sagen, okay, ganz klar, ich sage jetzt, die Gefühle dürfen da sein, wenn sie da sind, ich dränge sie nicht weg, ich versuche sie nicht zu deckeln, sondern ich sage einfach, okay, ist alles klar, es darf jetzt in die Heilung gehen, es darf durchfließen, ich darf das fühlen, was einfach da ist und ich darf aber trotzdem gleichzeitig wissen, ja, dass ich jetzt für mich gehe und mir mein Leben mit all dem, was ich erleben will, tatsächlich verwirkliche. Und das ist die Prüfung jetzt eben gerade drinnen, wo du mit vollem Fokus für dein Leben gehen darfst, wo jetzt noch vielleicht ein bisschen ein unterschwelliger Kampf drinnen ist. Ja, der geht aber raus. Ja, indem du hier wirklich du darfst hier auch sehen, dass jemand dir vielleicht hier mit der Energie noch gar nicht entspricht. Ja, irgendeine Situation entspricht hier noch nicht deiner Energie und du darfst jetzt so frei sein und so unabhängig sein, um zu sagen, ich lasse mich jetzt in das Leben und in mein Glück und in alles das, was mir sowieso gegeben wird, ja, hineinfallen lassen, um mich selbst und mein Leben jetzt zu erfahren, unabhängig auch von all dem, was jetzt gewesen, egal was es ist, ja, ob das jetzt, na, ist egal was es ist, lassen wir es so stehen. Du lieber Fisch, ich wünsche dir ein wunderbares Weitergehen für dich. Du bist jetzt hier wirklich angehalten zu sagen, okay, stopp, nein. Ja, ich lasse das Alte jetzt hier wirklich sein. Das ist eine Entscheidung in dir, die du triffst, um dich jetzt mit deinem Fokus auf Neues auszurichten. Wunderschön, und du bist größer, als du glaubst. Lass dich hier selbst in deinem eigenen Wasser, in deinem eigenen Meer frei und frisch und voller Freude fließen und genießen. Bis dann. Baba.